Subhanallah, liebe Geschwister, Allah Ta'ala hat uns zu einer besonderen Gemeinde gemacht. Allah Ta'ala sagt in Surat Al-Baqarah, in der zweiten der Abfolge nach, in der Ayah 143. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Und so machten wir euch zu einer Gemeinde, einer Wusta-Gemeinde, auf dass ihr Zeugen seid über die Menschen und auf dass der Gesandte Zeuge über euch sein möge. Zu der besten Gemeinde, zu der ausgeglichensten Gemeinde. Ja, وَقَالَ أَوْسَطُهُمْ, sagt Allah Ta'ala im Koran, und der Beste von ihnen sprach. Und Al-Wasat ist ansonsten in der arabischen Sprache die Mitte. Und so können wir sagen, dass diese Aya eine Spitze, wie die Spitze eines Berges, beschreibt. Denn die Spitze ist gleichzeitig in der Mitte, ist ausgewogen zwischen den Extremen und wie gesagt, sie stellt die Höhe dar. Das ist der Auftrag, liebe Geschwister, an uns als Umma, an uns als Einzelne, als Teile dieser Umma. Zeuge sein über die Menschen. Das heißt, wir interagieren mit Menschen. Wir ziehen uns nicht zurück in irgendwelche Bauten und lesen den Koran und beten nachts und machen unseren Dhikr, sondern wir sind unter den Menschen. Wir sind mitten drin, nicht außen vor. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er gab uns die frohe Botschaft, er gab uns die Ermutigung, dass diejenigen, die sich unter die Menschen mischen, auch im Zuge dieses Auftrages, liebe Geschwister, und die dann die Schlechtigkeiten der Menschen ertragen, sind besser als diejenigen, die sich zurückziehen, um dies eben nicht ertragen zu müssen. Eine Ausgewogenheit, liebe Geschwister, ein Gesellschaftsauftrag, und diese Eier möchte ich heute mit dem ausführen, woran sie mich erinnert. Ein Auftrag, liebe Geschwister, der uns dazu auffordert, die Menschen zu kennen, unsere Situation zu kennen, das Leben um uns herum zu kennen und kennenzulernen und Experten dafür zu sein. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sprach folgende Worte: Qatalahumullah. Möge Allah sie töten. Von wem sprach er? Hier ist der Kontext wichtig, liebe Geschwister. Und das ist auch eine der Hauptbotschaften der heutigen Khutbah, den Kontext kennenzulernen. Ein Mann, der an einer Verletzung litt, kam zu einigen Prophetengefährten und sprach: Hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum? Seht ihr für mich eine Erleichterungsregelung, sodass ich die Ersatzwaschung, ja, mit Erde, Sand vornehmen kann? Weil er war verletzt gewesen. Es war eine kalte Nacht in der Wüste und er hatte einen feuchten Traum gehabt. So bedurfte er der Ganzwaschung, aber er war verletzt. Er fühlte die Kälte, er war stark angeschlagen und er wollte sich nicht duschen. Und so bat er um eine, also er fragte, er bat nicht darum, er fragte, ob eine Ausnahmeregelung für ihn zutreffen kann, eine Erleichterungsregelung für ihn zutreffen kann, die begründet ist, wie gesagt, mit seinem Zustand. Und sie sprachen: Ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru ala al-ma faghtasil. Wir sehen für dich keine begründete Erleichterungsregelung. Ja, du hast doch Zugang zum Wasser. Also dusch dich, faghtasil. Wisst ihr, was passiert ist? Er starb an den Folgen. Ja, das Wasser war kalt gewesen, sein Zustand war schon geschwächt aufgrund der
Verletzung aufgrund seines Gesamtzustandes und er starb infolgedessen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihm wurde dies zugetragen und dann sprach er diese Worte. Vorher noch einschiebend, Qatalu, sie haben ihn getötet. Im Sinne von, sie haben dazu beigetragen, dass er jetzt gestorben ist. Qatalahumullah, möge Allah sie töten. Um was zu tun, sprach er diese Worte, um zu verdeutlichen, liebe Geschwister, wie wichtig die Forschung ist. Wie wichtig das mit Einbeziehen des Kontextes ist. Und dass man fragt, auch wenn man meint, man hat die Antwort, die Standardantwort, aber vielleicht ist die Situation keine Standardsituation. Vielleicht erfordert die Situation eine Ausnahmeregelung, die begründet ist. Ja, die nicht einfach nach Lust und Laune getroffen wird, sondern die begründet ist, wie gesagt. Und er sprach weiter, sallallahu alaihi wasallam, Ala sa'alu idh lam ya'lamu. Warum haben sie nicht gefragt, als sie nicht wussten? Aber wir haben gesehen, die Menschen dachten, sie würden wissen. Aber wo ist das Problem, sich zu versichern? Ja, man sagt in der Wirtschaft, check, double check und recheck. Prüfe, prüfe doppelt und prüfe wiederholt. Hier geht es um einen Menschen. Hier geht es um jemanden, der sich nicht gut fühlt. Schlag nochmal nach, frag nochmal nach. Und so sprach er dann seine berühmten Worte, sallallahu alaihi wasallam, فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعَيِّ oder عَيِّ, so ist die Heilung für das Unwissen السؤال, das Fragen. Liebe Geschwister, es gibt keine dummen Fragen. Es gibt nur dumme Antworten. Es gibt auch keine indiskreten Fragen in dem Kontext. Es gibt nur indiskrete Antworten. Ja? Lasst uns fragen, lasst uns forschen. Lass uns den Kontext mit einbeziehen. Ihn kennenlernen. Und das ist einer der Gründe, liebe Geschwister, warum manche Menschen ein falsches Bild vom Islam haben, beziehungsweise von den Muslimen haben. Wenn sie das Gefühl haben, dass begründet mit dem Koran oder begründet mit der Sunna irgendein seltsames Urteil getroffen wird, was überhaupt nicht hineinpasst in das Leben. Das ist mit ein Grund. Natürlich gibt es auch solche Menschen, ja, denen wird auch eine begründete Auffassung und die richtige Auffassung für die Situation, die erforscht worden ist, die erhoben worden ist, auch als seltsam erscheinen. Aber davon reden wir jetzt nicht. Wir reden von einem gewissen Mangel, der auch verbreitet ist unter uns, zu dem wir vielleicht auch beitragen. Vielleicht sind wir es, die den Gelehrten nicht die Situation detailliert schildern, detailliert erklären. Wir fassen es vielleicht in 15 Sekunden zusammen, weil wir wollen auch unsere Lieblingsserie sehen. Ja? Obwohl, das kann man heute nicht mehr sagen, stimmt's? Heute ist ja alles übers Internet, ja, da gibt es ja keine festen Zeiten mehr, weil wir die Dinge eben nicht so priorisieren, wie wir sollten. Dann kann vielleicht auch die Antwort vom Gelehrten keine passende, keine adäquate sein für die Situation, geehrte Geschwister. Ibn al-Qayyim, er sprach, وَلَا يَتَمَكَّنُ الْمُفْتِي وَلَا الْحَاكِمِ مِنَ الْفَتْوَى وَالْحُكُمْ بِالْحَقِّ إِلَّا بِنَوْعَيْنِ مِنَ الْعِلْمِ. Also weder der Mufti, der Fiqh-Gelehrte, der Islam-Gelehrte, noch ein Herrscher können ordentlich ein Gutachten geben oder etwas erlassen, gemäß der Wahrheit, ohne zwei Sorten von Wissen zu haben. Ahaduhuma fahmul waqi'. Und er stellte voran, dass man die Situation kennt, die Situation versteht. Ja, diese Situation versteht. Wanna'u athani, die zweite Sorte, fahmul wajib fil waqi' wa huwa fahmu hukmillahi, hukmullahi, وَهُوَ فَهْمُ حُكْمِ اللَّهِ أَلَّذِي حَكَمَ بِهِ فِي كِتَابِهِ أَوْ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فِي هَذَا الْوَاقِعِ. Und er führte weiter aus, das zweite Wissen ist das Wissen vom Koran und von der Sunna vom Propheten Muhammad صلى الله عليه
wasallam, das, was Allah Ta'ala den Muslimen mitteilte, entweder über den Koran oder über die Zunge des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und Ibn Qayyim, er stoppte nicht dort, Koran und Sunna, Punkt, sondern er führt es nochmal aus, was der Koran und die Sunna vorsehen für diese Situation. Ja? Liebe Geschwister, wir müssen mit offenen Augen durchs Leben gehen. Wir müssen analysieren. Wir müssten federführend sein im Bereich der empirischen Forschung, im Bereich der Soziologie. Ibn Khaldun, ja? Schlag den Namen nach. Er gilt als Begründer der Soziologie, als Pionier in der kritischen Geschichtsforschung. So sollten wir diejenigen sein, die etwas am besten beschreiben können, die die genauesten Einschätzungen haben, die die besten Berater sein können. Warum? Weil sie beschäftigen sich mit der Realität um sie herum. Und liebe Geschwister, dadurch wird auch unsere Beziehung zu Allah Ta'ala lebendig gehalten. Weil der Dien ist nicht etwas, was lediglich in unserer Gebetsecke zu Hause stattfindet, sondern mit unserem Alltag stets in Verbindung ist. Unser Alltag ist unsere Religion. Oder unser Alltag ist gemäß unserer Religion zu leben. Nicht nur bestimmte Zeiten, nicht nur innerhalb bestimmter Wände, wie beispielsweise die Wände einer Moschee. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, verzeiht, der Koran beispielsweise, er hält in zwei Ayat fest, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Und den Frauen steht in rechtlicher Weise das Gleiche zu wie den Männern ihnen gegenüber. Und Allah Ta'ala sagt auch im Koran, لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَةِهِ. So soll der Wohlhabende gemäß seines Vermögens ausgeben, versorgen. Und diese beiden Ayat mit anderen zusammen und mit anderen Aussagen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilden die Grundlage dafür, für die Ausführungen der Gelehrten darüber, wie beispielsweise der Haushalt zu regeln ist. Ja, der Mann, er ihm obliegt als Pflicht die Versorgung der Familie, und im Lichte dessen gibt es auch Gegenleistungen, die die Frau erfüllt, im Rahmen von haushälterischen Tätigkeiten, und gleichzeitig hat Allah Ta'ala die Versorgungsleistung im Koran mit erwähnt. Und so fragen sich jetzt die Gelehrten, wie sehr ist die Frau überhaupt verpflichtet zur Hausarbeit? Wenn ja, wie stark ist sie verpflichtet zur Hausarbeit? Und da gibt es verschiedene Auffassungen. Manche, die dies ablehnen, manche, die dies vollumfänglich befürworten, im Sinne von 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Ja. Manche sagen, nee, so dazwischenliegend, mehr oder weniger. Und die Frage danach, muss der Mann quasi als Fixkosten, zu den Fixkosten zählend, Haushaltshilfen einstellen? Gehört das so wie Nahrung oder wie Kleidung zur Standardversorgung? Ja oder nein? Wisst ihr, was die Antwort auf all diese Fragen ist, liebe Geschwister? Der Brauch. Wie die Fuqaha gesagt haben, oder wie einige von ihnen gesagt haben. Ibn Taymiyyah unter ihnen, der eine Verpflichtung vertritt, allerdings gemäß dem Brauch. Das heißt, wir müssen unsere Bräuche kennenlernen. Und wenn ich mit unsere Bräuche meine ich unsere Bräuche im Sinne von die Mehrzahl der aller hier, all derjenigen, die Bräuche all derjenigen, die hier versammelt sind. Und unsere im Sinne von nicht die vielleicht unsere Eltern lebten oder unsere Großeltern, sondern wer sind wir heute überhaupt? Und darüber muss man reden, und auch vor der Ehe muss man darüber reden. Weil der Koran und die Sunna uns dort eben keine festen, unabänderlichen Vorgaben gegeben haben. Und das ist positiv. Denn
dies fordert uns dazu auf, nachzudenken, zu kommunizieren. Und das im Lichte des Korans und der Sunna. Das heißt, selbst bei solchen alltäglichen Fragen wie Hausarbeit, wer und wie viel und ja, unter wessen Verantwortung, ja, sind wir mit unserer Religion verbunden. Und gleichzeitig mit der Situation, weil wir, wie gesagt, die Situation kennenlernen müssen, gleichermaßen wie wir den Koran und die Sunna kennen müssen, um zu einem Urteil zu kommen. Und dies, liebe Geschwister, bedeutet, dass wir jedem Menschen, das fordert der Islam, dass wir eine Umma haben, die spezialisiert ist, die unter sich Spezialisten hat, sodass jeder Mensch maßgeschneiderte Ratschläge bekommen kann. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beispielsweise, als er eine Frage gestellt bekommen hat, allerdings von drei verschiedenen Personen, innerhalb von drei verschiedenen Situationen, gab er auch drei verschiedene Antworten. Das sollte uns also nicht überraschen. Als Ibn Mas'ud ihn fragte, was ist die beste Tat? So sagt er ihm, das Gebet in der richtigen Zeit und danach die gütige Behandlung der Eltern, den Eltern gegenüber und danach ja, der Dschihad auf dem Wege Allah Ta'alas. Als Abu Huraira ihm dieselbe Frage stellte, sagte er zu Abu Huraira, Allah Ta'ala möge mit allen Prophetengefährten zufrieden sein, es ist der Iman an Allah Ta'ala und seinen Gesandten und danach der Einsatz auf dem Wege Allahs und danach die gut verrichtete Pilgerfahrt. Und als Abu Dharr wiederum fragte, gab er ihm mit, dass es der Einsatz auf dem Wege Allah Ta'alas ist und danach, dass man Menschen hilft, dass man Bedürftigen hilft oder jemandem, der überfordert ist in der Verrichtung einer Aufgabe, hilft. Und dann zum Dritten eine aktive Passivität. Er sagte, wenn du das auch nicht tun kannst, was tust du dann? Du hältst das Schlechte von dir gegenüber den Menschen zurück. Ja, so pass darauf auf, dass du keine Menschen Schaden zufügst. Einfach, ja, behalte deinen Schaden oder deinen möglichen Schaden, den du Menschen gegenüber anrichten könntest, für dich. Und das ist, gilt für dich als eine Sadaqa, als eine gute Tat. Dadurch, liebe Geschwister, werden wir aufgefordert, durch diese Einstellung Situation zu kennen und den Koran zu kennen. Wir werden religiös gebildet und wir werden aber auch im positiven Sinne Füchse im Leben. Keine naiven Menschen. Manche Menschen sind naiv. Aber sie sind dazu aufgefordert, diese abzulegen. Und die legt man nicht ab, außer durch Forschung, durch Lernen. Ibn Abbas, er antwortete einem Fragenden, während er mit seinen Schülern zusammensaß, der danach fragte, wird dem Mörder vergeben? Und da sagte er ihm, für ihn gibt es das Höllenfeuer. Und die Schüler haben ihn danach angesprochen und gesagt, Moment, du hast zuvor die Frage anders beantwortet. Du hast gesagt, auch der Mörder vermag Allah Ta'alas Vergebung zu erwarten. Und Ibn Abbas sagte, ich spürte bei ihm Rachegefühle. Ich spürte bei ihm Rache. Er hat einen Mord verhindert in dem Moment. Und seine Schüler, sie verfolgten diese Person, ja, sie gingen ihr nach und ja, haben Gespräche mit ihm angefangen und haben gesagt, ja, Ibn Abbas, wir haben, als wir mit ihm geredet haben, hat er sich dann sozusagen geöffnet und gesagt, da ist was passiert, was ihn schrecklich aufregt und so weiter. Das heißt, wir lernen die Menschen kennen. Sie können vielleicht dieselbe Frage stellen, aber mit ganz anderen Absichten. Mit ganz anderen Vorstellungen. Und das sollen wir auch mit einbeziehen. Nicht einfach, okay, Standardfrage, zack, Buch aufgeschlagen, Standardantwort gegeben, sondern wo will dieser Mensch hin mit meiner Antwort? Was bezweckt er mit seiner Frage? Und das hat Ibn Abi Shaybah in seinem Musannaf
festgehalten. Und der Hadith in Bezug auf Qatalahumullah, Allah Ta'ala möge sie töten, ist unter anderem von Abu Dawud verifiziert worden, falls ich es gerade eben vergessen hatte, mitzugeben. Und umso mehr oder je weniger man Wissen hat, liebe Geschwister, vom Koran und von der Sunna und von der jeweiligen Situation, desto mehr wird man vielleicht verwirrt sein, wenn man einige Dinge mitbekommt. Warum sollte beispielsweise Musa alayhi assalam und Harun, als sie den Pharao zum Islam einladen sollten und zur Gerechtigkeit einladen sollten, warum sollten sie sanfte Worte sprechen? Ja? فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Ja, sprichst zu ihm ein sanftes Wort, auf das er sich mahnen würde, mahnen lassen würde und demütig wird, ja, und ehrfürchtig wird. So, Subhanallah, verdient nicht so ein schrecklicher Tyrann, im Religiösen wie auch im Weltlichen. Ich meine, jemand, der gesagt hat, ja, ich bin Gott. Das sagte Pharaon, er sagte, ich bin Gott. Das ist im Koran dokumentiert. Und wie viele Menschenleben er auf dem Gewissen hatte. Ja? Tausende, wer weiß, Zehntausende, vielleicht Hunderttausende, Allahu A'lam. Zu so einer Person soll man ja, sanfte Worte sprechen. Aber Allah weiß, liebe Geschwister. Das heißt, umso mehr es einen verwirrt, umso weniger kennen wir den Koran, umso weniger kennen wir die Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und umso weniger kennen wir Menschen und verstehen Situationen. Als ich die Aya nachschlug, fand ich diese Worte von Yahya ibn Mu'adh. Er sagte: "Hada rifquka biman yaqulu ana ila, ana al-ila." O Allah, das ist deine Milde, ja? Zu demjenigen, der sagt, ich bin Gott. فَكَيْفَ رِفْقُكَ بِمَنْ يَقُولُ أَنْتَ الْإِلَهِ. Ja, wie wird erst deine Milde sein gegenüber demjenigen, der bezeugt, O Allah, dass du der einzig wahre Gott bist. Ja, wunderschöne Worte, die ich euch hier nicht vorenthalten wollte. Wenn ich euch sage, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam jemandem, der ihn beleidigte und jemanden, der den Muslimen Schaden zufügte und jemandem, der den Feinden der Muslime und den Feinden der Gesellschaft in Medina, die bestand aus Muslimen und Juden und auch anderen Religionsanhängern, vor allem aus Muslimen und Juden, der den Feinden dieser Gesellschaft, die einen Vertrag unter sich geschlossen hat und den er auch mit unterzeichnete, mit seiner Zugehörigkeit zum Islam, dass der Prophet also für solch eine Person, als sie starb, das Totengebet verrichtet hat, beziehungsweise um Vergebung gebeten hat an seinem Grabe, dann würde einen das irritieren. Aber das hat stattgefunden für Abdullah ibn Ubay. Als es noch nicht verboten war, für seinesgleichen um Vergebung zu bitten, beziehungsweise das Totengebet abzuhalten. Warum tat er das also? Und gleichzeitig, wenn wir durchnehmen, die Tatsache, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam für muslimische Selbstmörder das Totengebet nicht verrichtet hat. Ja, es könnte sein, dass wir irritiert werden. Warum? Weil wir den Koran nicht genug kennen, weil wir die Sunna nicht genug kennen, weil wir die Situation nicht genug kennen. Hätte der Prophet Muhammad, ja, und übrigens, es gibt Hadithe in den authentischen Sammlungen, entweder in Bukhari oder in Sahih Muslims, ich habe das leider nicht ausgedruckt, aus Versehen. Ja, also entweder Bukhari oder im Sahih, es war im Sahih Imam Muslims. Der Prophet hat gesagt, dass der Selbstmörder sich ewig wird im Höllenfeuer das Leben nehmen auf die Art und Weise, wie er es sich genommen hat. Ewig. Ja, das erklärt dann auch, warum er nicht das Totengebet verrichtet hat, weil die Person ist dann nicht als Muslim gestorben. So könnte man das verstehen. Wenn man nicht forscht, wenn man nicht Schüler wird, wenn man nicht Gelehrte fragt.
Wenn man den Gesamtzusammenhang nicht betrachten möchte. Aber schaut, der Prophet sagte auch, sallallahu alaihi wasallam, dass der Selbstmörder am Tage des Gerichts auf die Art und Weise gepeinigt wird, mit der er sich das Leben genommen hat. Und er schloss ihn nicht aus dem Islam aus, sondern was er tat, war eine Barmherzigkeit für alle Menschen, die an diesen starken Depressionen leiden und die mit Selbstmordgedanken geplagt sind. Weil hätte er das Totengebet für solche Menschen nach Vollzug des Selbstmordes ausgeführt, was wäre passiert? Ja, was wäre passiert? Die Menschen hätten sich gedacht, ah, subhanallah, dann kann ich meinem Leid ein Ende setzen und dann der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wird für mich um Vergebung bitten. Khalas! Ja, aber nein. Die Barmherzigkeit liegt hier in der abschreckenden Wirkung dessen, die der Prophet bewirkte, als er gesagt hat, für diese Person verrichte ich nicht das Totengebet. Das ist eine Barmherzigkeit. Und auf der anderen Seite, Abdullah ibn Ubay, als es noch, wie gesagt, im Rahmen des Möglichen war, für solche Menschen um Vergebung zu bitten, bevor Allah Ta'ala das Verbot erließ, der Prophet nahm es weder persönlich, was er sowieso nie tat, ja, er nahm nie eine Sache persönlich, sondern handelte für Allah Ta'ala ausschließlich. Er sah das Gebet für einen solchen feindseligen Menschen als Einladung für die umliegenden Menschen, die dadurch mitbekommen würden, subhanallah, wie barmherzig ist dieser Mensch gegenüber solchen, die ihn befeindeten, wie wird er erst sein uns gegenüber, wenn wir uns ihm anschließen und ihm helfen. Ja? Das ist eine Regel, umso mehr wir irritiert sind von dem, was authentisch feststeht, was im Koran erwähnt wurde, was in der authentischen und reinen Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwähnt wurde, umso weniger verstehen wir weder A, die Quellenlage vom Koran und der Sunna, das, was sie uns beibringen möchten, noch verstehen wir die Situation. Ibn Taymiyyah war auch einmal in einer solchen Situation gewesen, als Menschen, die ja, sich formell auch zum Islam bekannt haben, tatarische Soldaten, als sie Alkohol getrunken haben und sich besoffen haben. Und ja, so gab es einige in seiner Gruppe, die die Soldaten dazu auffordern wollten, aufzuhören zu trinken. Aber Ibn Taymiyyah sagte, nicht hier, nicht jetzt. Denn zurzeit hält das Trinken sie davon ab, andere Menschen auszurauben und zu töten. Ja? Das heißt, er zog eine Schadensabwägung. Er vollzog eine Schadensabwägung und sagte, für diesen Fall belassen wir sie lieber dabei, dass sie sich einem Schaden hingeben, aber gleichzeitig hält dieser Schaden sie vor einem anderen zurück. Was, wie gesagt, für die heutige Zeit natürlich, ja, können wir nicht den Jugendlichen sagen, hier macht dies oder jenes, weil das eine ganz andere Situation ist. Ja, es ist eine ganz andere Situation. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten, er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Subhanallah, liebe Geschwister, wir leben in einer Zeit, wo es sehr wenige Erziehungspersonen um uns herum gibt, beziehungsweise wir nehmen diese Erziehungsmöglichkeit nicht wahr. Oft haben wir gar keine richtigen Unterhaltungen mit unseren Eltern und Großeltern und Lehrern und ja, Vereinstrainern. Wir sind eine unerzogene Gesellschaft. Das als Gesellschaftsbeobachtung. Eine vereinzelte, individualisierte Gesellschaft. Keine Kollektivgesellschaft. Und damals zu der Gnade, die die ersten Generationen genießen durfte, gehört, zu den Gnaden, die sie genießen durften, gehört, dass es viele Erzieher gab. Um einen herum. Viel Erziehung. Ja, ein 12-Jähriger war damals auf dem Stand eines heutzutage vielleicht 42-Jährigen, was Verantwortung, Erziehung, Charakterentwicklung
anbelangt. Ja, ein Zwölfjähriger war damals reifer als, ja, und auch sogar religionsunabhängig, liebe Geschwister. Andere Religionsanhänger aufgrund einer anderen Gesellschaft, einer anderen Zeit, waren damals reifer von der charakterlichen Entwicklung, oftmals in sehr vielen Aspekten, als viele Muslime heutzutage in ihren Mit-30ern oder sogar Mit-40ern. Ja, das müssen wir anerkennen. Gleichzeitig, wie viele Bücher gab es damals so zur freien Verfügung? In der Zeit der Sahabis. Ja, die Sahabis, die mit Mühe und Not, ja, die Blätter sammelten für die ersten Masahif. Ja, so nennt man den gebundenen Koran. Also das ist nicht der Koran, den wir in der Hand halten, sondern es ist ein Mushaf. In der Mehrzahl Masahif. Ja. Viele Erzieher und wenig Bücher. Heutzutage, wir tippen in Google irgendwas ein und sind dann mit Informationen überladen, aber wer erzieht uns? Kunu Rabbaniyun. Ja, Kunu Rabbaniyun. Kunu Rabbaniyin heißt es im Koran. Ja? Seid Leute des Herrn. Und Imam Bukhari sagte, das sind diejenigen, die den Menschen, ja, stufenweise die Religion nahe bringen, die ihnen das Grundlegende vor dem, was darauf aufbaut, beibringen, das Einfache vor dem Schweren. Und das belastet uns, liebe Geschwister. Der Zugang zu Informationen und gleichzeitig ohne Erziehung zu haben, Erziehungspersonen zu haben, einen Erziehungsprozess durchzulaufen, das kann ein Mangel sein hier und dort. Weil wir Zugang zu Informationen, beispielsweise, ich gebe euch ein konkretes Beispiel. Wenn jetzt ein junger Mann sagt, meine Eltern müssen nicht zustimmen, um dass ich heiraten kann. Und sie heiraten irgendwo, die Eltern wissen von nichts, sie wollen keinen Konflikt haben. Oder wenn die junge Frau, auch die noch nie verheiratete Frau, gemäß Imam Abu Hanifa, der wie gesagt auch starke Argumente hat, sagt, ja, also ich brauche nicht die Zustimmung meiner Eltern oder, ja, meines Vaters oder meiner Familie, ich kann auch so heiraten. Das sind Informationen, die sind richtig, das sind keine falschen Informationen. Ja? Aber wenn diese richtigen Informationen Rebellen gegeben werden oder Muslime in einem rebellischen Zustand, in der Pubertät und, ja, verurteilen die Eltern und was wird da draus? Ein scheinbar korrektes Verhalten. Und was wird übersehen? Das gute Verhalten den Eltern gegenüber. Und auch Eltern, die Fehler haben, sie verdienen einen Überzeugungsprozess. Sie verdienen, dass man sich ihnen demütig und liebevoll nähert und wie gesagt ihnen auch Zeit gibt zum Verstehen und dass man einen weisen Plan dabei auch umsetzt. Deswegen, wir brauchen Erziehung, liebe Geschwister. An Informationsmangel leiden wir nicht. Und der Prophet Mohammed Sassan, er war ein solcher Erzieher, er war der Erzieher. Ja? Weil auch Informationen müssen hier und dort dosiert werden, gehandhabt werden. Ja, das berühmte Beispiel, auch im Sahih Imam Muslims, dass der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam seine beiden Sandalen Abu Huraira gab. Und die Muslime, sie kannten die Sandalen vom Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Ja? Sag, hier, nimm meine beiden Sandalen und sag den Menschen, dass der La ilaha illallah gesagt hat, mit einer Überzeugung, er wird das Paradies betreten. Und Abu Huraira, er nahm die Sandalen und er ging raus und, ja, zu den ersten, die er traf, gehörte Omar. Und Omar, als er das hörte und Abu Huraira sah auf diese Art und Weise, instinktiv, er berührte seine Brust. Und Abu Huraira wurde davon getroffen. Und sie gingen damit zum Propheten Mohammed zusammen mit dieser Situation. Ja? Und Omar, weil er es auch nicht glauben konnte, ja, dass Abu Huraira diese Anweisung bekommen hat, er fragte den Propheten Mohammed zusammen, war es so? Und der Prophet sagte, ja. Und hört jetzt auf Omars Worte. Er sagte demütig, mit einem demütigen Ton, ja, فَلَا تَفْعَلْ فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَتَّكِلَ النَّاسُ عَلَيْهَا فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُونَ. Ja, o Gesandter Allahs, bitte mach das nicht. Bitte mach das nicht. Ich fürchte, dass die Menschen sich auf diese Aussage verlassen werden. Ja?
und die Taten einstellen werden, also faul werden, ja, la ilaha illallah, hamdulillah, ja, und jetzt geht man zum Markt und amüsiert sich und man kann doch mal eine Sünde machen, ja, das sah Omar, weil er die Realität der Menschen kannte, sehr gut kannte. Er sagte, O Gesandter Allahs, lass sie arbeiten für das Paradies, ja, fakhallihim ya'malun, lass sie arbeiten für das Paradies. Und wisst ihr, was der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam? Er sagte, fakhallihim, lass sie arbeiten. Ja, und es gab einige Gelehrte, die haben diesen Hadith wann erzählt? An ihrem Sterbebett. Weil sie Angst hatten, Wissen zurückzuhalten, weil das war wiederum eine andere Situation. Sie sagten, oh, wenn ich jetzt diesen Hadith nicht sage und ich sterbe, ich habe den Hadith nicht überliefert, jetzt sage ich ihn kurz bevor ich sterbe. Und manchmal müssen auch wir miteinander dosiert umgehen. Manchmal wir mit uns selbst. Mit welchen Inhalten befasse ich mich jetzt und mit welchen nicht? Ich habe im letzten Quartal habe ich Inside AfD gelesen, ich habe einen Film über die Sklaverei gelesen, ich habe ein ganzes Buch über antimuslimischen Rassismus gelesen, innerhalb von wenigen Wochen. Oh, ich war nicht gut drauf. Ich habe nicht diese Energie gehabt, ich habe nicht dieses Lächeln gehabt. Und ich habe gemerkt, so, Subhanallah, jetzt muss ich gerade dosieren. Auch wenn es meine Aufgabe ist, immer ja, hier und dort einfach Bescheid zu wissen, ja, und zu wissen, wen ich zitieren kann und so weiter. Aber es war zu viel gewesen in dem Moment. Ja? Wir müssen selbst mit uns dosieren, weil wir sind jetzt quasi an der Stelle der damaligen Erzieher, dadurch, dass wir www.google.de haben. Selbst der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er dosierte das Wissen. Und er gab auch den Menschen Prioritäten mit. Sallallahu alaihi wasallam. Der Mann, ja, der die berühmte Frage stellte. Matasa'a. Wann ist der Tag des Gerichts? Und wir wissen, wann der Tag des Gerichts ist, im Sinne von die großen 10 Zeichen. Und dann gibt es verschiedene Aufzählungen unter den Gelehrten, was die kleinen Zeichen anbelangt. Oh, 70, 80, mehr oder weniger. Ja? Der Prophet Muhammad, er gab ihm keinen Vortrag über die 10 großen Zeichen. Er gab ihm auch keinen Vortrag über die kleineren Zeichen. Sondern was tat er? Er gab ihm mit, sich mit etwas anderem zu beschäftigen, was Priorität für diese fragende Person in dem Moment hatte. Ja? Ma'adatta laha. Was hast du denn darauf, was hast du denn vorbereitet für den Tag des Gerichts? Was hast du vorbereitet für den Tag des Gerichts? Ah, diese, ja. Was machst du? Auch wenn du die Zeichen vielleicht nicht kennen solltest. Wichtig ist, was hast du vorbereitet? Was tust du? Wo ist dein Islam? Und der Sahabi, er antwortete so ehrlich, er sagte, Ma'adatu laha min kathiri salatin wala sawmin wala sadaqa. Ich habe nichts vorbereitet in Sachen viel Gebet und viel Fasten und viel Sadaqa. Ich hab davon nicht viel. Man war ehrlich gewesen. Aber ich liebe Allah und seinen Gesandten. Jetzt hat er gesagt, aus meinem Herzen spüre ich diese Liebe zu Allah Ta'ala und zu seinem Gesandten. Und liebe Geschwister, die folgenden Worte waren für einige Sahabis die schönsten Worte, die sie jemals gehört haben. Die folgenden Worte. Anta ma'a man ahbabt. Du wirst mit denjenigen sein, oder du bist mit denjenigen, die du liebst. Und die Sahabis, ja, es gibt Sahabis, die sagen, das war der schönste Tag in unserem Leben gewesen, diese Worte zu hören. Warum? Ja, sie wussten um ihre Liebe zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie wussten zu ihrer Liebe zu Allah Ta'ala. Und zum, ja. Sie waren zufrieden mit dem Islam als Religion und mit Allah Ta'ala als ihrem Herrn und mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als ihren Propheten, als ihren Gesandten. Sallallahu alaihi wasallam. Und liebe Geschwister, bei dieser Dosierung oder bei dieser Priorisierung können Fehler unterlaufen. Wir uns selbst gegenüber, wir in unseren Familien, wir in unseren Freundschaftskreisen, wir in der Dawa unter Nicht-Muslimen. Ja? Und eine barmherzige Gemeinde, eine sich zum Guten auffordernde Gemeinde auf beste Art und Weise ist dort die Lösung. Ein, Mashallah, Psychologe, Bruder, den ich sehr gut kenne, er sprach mich vor einigen Wochen auf eine meiner Freitagspredigten an, die er miterlebte, und er sagte, als du das Thema Hoffnungslosigkeit erwähnt hast und dass die Hoffnungslosigkeit eine, ja, also zum Kuffer gezählt wird, so, das war für viele Menschen vielleicht missverständlich. Ja? Und gerade das habe ich vielleicht nicht erreicht bei denen, die ich erreichen wollte.
Ja, nämlich zu sagen, seid niemals hoffnungslos. Das war die Botschaft gewesen. Seid niemals hoffnungslos, weil Hoffnungslosigkeit, ja, zählt zum Kuffer. Aber es war falsch rübergebracht, gerade für diejenigen, die man erreichen möchte. Die Absicht war gewesen, ja, oder beziehungsweise die Gesunden werden sagen, ah, das wird mich davon abhalten, diese Information in Zukunft, Hoffnungslosigkeit in mein Herz reinzulassen. Aber was ist, und da hat dieser Psychologe recht, dieser muslimische Psychologe hat recht. Was ist mit den kranken Menschen, die schon irgendwelche Verzweiflungsfantasien haben? Der Shaitan, ja, hat sie im Griff. Vielleicht hast du sie dadurch noch mehr in die Verzweiflung getrieben. Ja? Wie gesagt, also diese kalte Überzeugung, ja, es gibt keine Hoffnung, Allah wird mir nicht vergeben, ja, weil sie einfach Ayat aus dem Koran widerspricht, ja, wa rahmati wasi'at kulla shay, beispielsweise, und meine Barmherzigkeit umfasst alle Dinge, sagt Allah Ta'ala, ja. Und Allah Ta'ala sagt auch auf der Zunge, Ya'qub salihi assalam, wa la tay'asu min rauhillahi innahu la yay'asu min rauhillahi illa al-qawmul kafirun, ja, und seid nicht, verzagt nicht an der Barmherzigkeit, an der erfrischenden, an der erlösenden Barmherzigkeit Allah Ta'alas, denn dies tut nur das Allah leugnende Volk. Ja? Wenn das als kalte Überzeugung, ja, ich habe die Religion erforscht und meine kalte Überzeugung, mein Gutachten ist Hoffnungslosigkeit. Das ist Kuffer. Aber wenn sich jemand in einer verzweifelten Situation befindet, dann ist es eine große Sünde, ja, wie die großen Gelehrten dargelegt haben, wie Imam Al-Qurtubi und andere. Ja? Das stelle ich hiermit nochmal klar. Und ich danke dem Bruder, der sich die Mühe gemacht hat, mir das liebevoll zu sagen. Ja? Und erwähne aber auch gleichzeitig, subhanallah, es ist nicht leicht zu dosieren. Weder für einen Khatib, noch für einen Imam, noch für einen Gelehrten, noch für einen Vater, noch für eine Mutter, noch für uns. Aber es ist ein großes Ziel, dass wir dorthin kommen, liebe Geschwister. Und dazu müssen wir was tun? Die Situation um uns herum kennen. Die einzelne Person, mit der wir gerade zu tun haben, kennenlernen, ihre Gefühlslage wissen, um ihrer Gefühlslage wissen. Und dann kann man ja den Menschen mit Leichtigkeit, inshallah, zum Dien führen. Ja Allah, ja Allah, ja Allah, ja Rahman, ja Rahim, oh Allah, wir bitten dich, bitte sei uns barmherzig. Oh Allah, wir bitten dich, lass uns den Islam kennen und ihn praktizieren. Und ihn lieben, o Allah, sehnsüchtig nach ihm sein, o Allah, liebeserfüllt ihm gegenüber sein. O Allah, bitte vereine uns in der Umma, in der tätigen Umma, o Allah. Lass uns ein Zahnrad im Uhrwerk der Umma sein. Lass uns eine Aufgabe regelmäßig erfüllen und Verantwortung tragen dürfen. O Allah, bitte vergib uns und unseren Eltern und unseren Geschwistern im Dien insgesamt. Und vergib den Verstorbenen, dich Bezeugenden, wie du auch den Lebenden, dich Bezeugenden vergibst, und rechtleite all diejenigen, in denen du Gutes siehst, und lasse uns ein Instrument deiner Rechtleitung sein. O Allah, für alle Notleidenden, für alle Bekriegten, für alle Gefolterten, für alle Gefangenen, für alle Kranken, O Allah, für alle Bedürftigen, bitte erleichtere ihnen ihre Prüfung und schenke ihnen Sicherheit, nachdem du sie mit Unsicherheit geprüft hast. Schenke ihnen Freiheit, nachdem du sie mit Gefangenschaft geprüft hast. Schenke ihnen Wohlbefinden, nachdem du sie mit Leid geprüft hast, o Allah, und schenke ihnen all dies, o Allah, und lasse uns deine Instrumente deiner frohen Botschaft sein, deine Erleichterung sein, deiner Gaben sein, o Allah. Lass uns von dem geben, was wir von dir bekommen haben. Materielles, o Allah, immaterielles, o Allah. Und lass uns Tag für Tag uns dir nähern dürfen, o Allah, und diese Welt verlassen mit dem höchsten unseres uns möglichen Iman. Allahumma salli wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain.